Jo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen RTG-Folge mit mir, dem Simon, eurem Gamer-Brother. Ja, meine Freunde, ich bin immer noch ein bisschen heiser, aber zu Recht. Was gestern abgegangen ist auf diesem RTG-Account, ist nicht mehr normal. Dieses Projekt hat alles auseinandergenommen. Guckt euch einfach dieses Video an. Ich habe meine meisten Weekend-League-Siege in EAFC geholt. Mit einem Account, der 2,5 Wochen alt ist. Ich liebe dieses RTG-Projekt. Ich freue mich so sehr, dass euch das auch allen so viel Spaß macht. Eskaliert hier einfach mit den Likes. Viel mehr gibt's nicht zu sagen. Ihr habt ja die Bonusfolge gestern gesehen. Deshalb haben wir nichts weiteres Offstream gemacht. Guckt euch einfach an, was da gestern passiert ist. Legendärer Scheiß. Danke an alle, die das Ding hier so supporten. Und ich wünsche euch einfach ganz viel Spaß. Das war gestern wirklich historisch. Let's go. So. Ich start mal rein. 85 seltener Goldprofi. RTG-Pack-Opening-Chat. Ihr müsst Daumen drücken. Wir starten mit dem 85er. Scheiße. Wir brauchen jetzt viele Walkouts und viele Special-Karten, um halt entweder wirklich so ein Icon-Ding machen zu können oder irgendwas anderes. Vielleicht auch Showdown Isaac und dann morgen auf Newcastle hoffen. Oh, ich wollte schon... Guck mal, aus Reflex wollte ich schon in die Lightning Rolls. Kommt mal wieder der Pay-to-Win-U-Tobler durch. 85 mal 4. Haaland. Scheiße. Immerhin Walkout. Doppel-Walkout. Let's go. Let's go. Komm schon. Komm schon. Ja, 88er Bernardo Silva. Nice. Sehr schön. Zwei Walkouts aus dem 85x4. Chat, wir machen Meta. Ja, vier Walkouts aus dem 85x4. Meta machen Emote in den Chat. Let's go, Alter. So gutes SBC-Futter. 85 plus Pack. Deutschland. Kimmich, bitte. Wir machen Meta! Alter! Hä, wie gut läuft denn das schon wieder? Junge! Oha! Das ist sehr gut. Guck mal, wie viel Futter ich schon wieder im Verein habe. Ich sage euch ehrlich, ist schon so langsam wieder was möglich. Ich meine, wir haben letzte Woche noch den kompletten Verein gekillt für Rolfe und Carvalho und die ganzen Kollegen da. 1,84x4, 2,83x10. Ich fange mit 84x4 an. Gerade mockt der Account bodenlos. Ich dachte, ich ziehe wenigstens mal ein Inform zwischendurch. Komm, Parejo, Doppel-Walkout. Ja, immerhin mal wieder Doppel-Walkout. Parejo und mein Norm. Ja, okay, guck mal. Damit können wir ja dann wieder arbeiten. Das ist ja gut, ey. Zwei Walkouts. Und Lakaka und Pope. Ja, ist okay. 83 mal 10. Wir ziehen halt keine einzige Special Card. Kimmich. Let's go. Doppel-Walkout. Ein Walkout nur. Aus dem 83x10 nur ein Walkout. Ja, ich werde ein Icon-SBC machen. Was soll ich euch erzählen? Ich werde es tun. Ich muss... Chat, ich habe auch keine andere Wahl. Ich muss einen 88er Kimmich irgendwo reinpacken. Was soll ich machen? Ja, was soll ich tun hier? Ich muss ja irgendwie Rating wegkriegen. Mach 88er die Duple-SBC. Lohnt sich... Boah, stimmt. Ja, Kommando zurück. Doch keine Icon-SBC. Sehr gut. Wollte ich sowieso nicht machen. Der hat halt auch geile Trades, Raserei und Powershot. Wie lange geht die Geschichte hier noch? 22 Stunden. Komm schon. Ich weiß, dass er mir sehr wahrscheinlich gefallen wird. Und ich bin mir eigentlich auch relativ sicher, dass Newcastle mal zumindest nicht verliert gegen Chelsea. Und ich kann ihn danach halt immer noch in die Evo packen. Das heißt, selbst wenn die unentschieden spielen, ja... Keine Lenk-Saison, der Mann. Ja, aber der hat halt dieses High-End-Lean-Player-Model. Ich zieh gerade einen Inform. Das ist ja geil. Ey, ich wurde gerade dafür belohnt, Isaac zu machen. Ich kriege aus dem Pack von der ersten Isaac-SBC einen Inform. Ich wurde gerade dafür belohnt. Alter, das hab ich ja jetzt schon gelohnt. Digga, er ist sogar tradable. Ich verkauf den. Ja, moin. Die kosten 40k gerade, die Informs. Ja, gib her. Tradable? Informs kann ich mir craften. Digga, Das hat sich jetzt schon gelohnt, den zu machen. 39k, let's go, Chat, Meta machen. Ist das geil. Hä, wie big war das denn? Jo, also, jetzt könnt ihr den Isaac nicht mehr haten. Ein Inform nochmal an Trade ziehen. Ja, Inform. Ja, let's go. Let's go. Und Irene Paredes, nee. Inform Doppel-Walkout oder nur Inform? Das ist mein 1. Ja, es ist gut, ne? Oh, es wäre bitter, wenn da kein Walkout hinter wäre. Ich glaube, es ist kein Walkout dahinter. Aber Inform ist eigentlich größer Walkout, oder? Das ist stark. Ey, ganz ehrlich, da kann ich sehr gut mit leben. Jetzt habe ich beides. Jetzt habe ich einen 88er Walkout und einen Inform.
Das ist eine geile Sache. Das war ein sehr gutes 84x5. Der sieht rein statmäßig auch gar nicht so scheiße aus, aber ohne Playstyle Plus im März. Nee, deine Elli, du landest in der SBC. I'm sorry, Brudi. Den haben wir jetzt mehr oder weniger for free gekriegt. Und ich sag euch ehrlich, den Gamble gehe ich halt gerne ein, weil ich habe den in den letzten FIFA-Teilen immer geliebt, weil ich sein Player-Model, dieses High-End-Lean-Player-Model ist abartig. Und wenn der ein Upgrade kriegt, also sorry, aber das muss ich eingehen, das Risiko. Weil die Playstyles sind halt auch brutal. Ja, muss ich machen. Ja, mit Raserei und Powershot. Boah, ich hab Bock auf den. Jetzt muss man auf Chelsea Newcastle gleichzeitig hoffen, wegen Carvalho und Isak. Ja, ich schwör's dir. Letztes. Leider halt nur Futter gezogen, nicht einen geilen Spieler. In Form nochmal. Big. Immerhin nochmal in Form. Ja, mitnehmen. Das nehmen wir mit. 86er Walkout, 87er Inform ist top. Hat sich schon gut gelohnt, ja. Nice. Vielleicht noch eine Special Card dahinter, Dele Alli. Ja! Let's go! Geiles letztes Pack. Nochmal Auge auf so einen Zakaria gelegt. Schön. Ja, nichts Teures dabei gewesen, aber für Futter waren die Weltklasse. Kannst nichts sagen. Let's go. Erstes Weekend League Game. Chat pushen. Weekend League auf dem RTG-Account ist anders wichtig. Ich will 16 Siege packen. Jeder hat eine 23. Chance verdient. Ja, sage ich auch. Ich will 16 Siege packen. Wir haben zweimal hintereinander 15 geholt. Digga, noch Fragen? Jetzt habe ich den verkauft. Guck es mal an. Einmal Kreis drücken, Tor. Guck dir das an. Bro, ich sag euch, der Typ, ne, ist so eine Lebensversicherung. Ich werde den auch weiterspielen, ne? Das ist so krank. Emil, kennst du den Harry schon? Kennst du ihn, Emil? Kennst du ihn? Einfach erstes Weekend League Spiel wieder 36 Minuten Hattrick. Das ist so krank. Ich habe noch nie einen Spieler gehabt, den ich in jeder Lebenslage gespielt habe und der immer funktioniert hat. Bro, das ist so krank bei mir und Kane. Das ist schon mal ein Big W. Das ist schon mal die halbe Miete. Viererpack Kane. Das ist echt gut. Da auf dem Kopfball Gegentor. Das war so klar. Mir war das in dem Moment, wo das meine Lippen verlassen hat, war mir klar, dass es jetzt passiert wird. Ja, Kane. Fünferpack. Passt. Weiter geht's. Alter Abstand wiederhergestellt. Wie ist Rijkaard? Verrückter Call jetzt, ne? Aber ich finde den auf der 6 fast besser als in der Innenverteidigung. Boah, jetzt guck Isak. Digga, der hat diese langen Beine. Es ist so geil. Isak, sehr geiles Player-Model schon wieder. Ich fühle das. Fühle ich. Benetonato, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Stefan. Crazy Wolfsblut. Schlüsselbeinbruch, aber dein Stream carried. Gute Besserung, mein Besser. Mann, die Server sind gut. Ich mag mein Weekend League Team. Ich habe gute Laune. Schalke hat nicht komplett bodenlos verloren. Es ist ja Wahnsinn. Ja, darauf erstmal hinten liegen. Toll, ich hätte es nicht aussprechen dürfen. Hätte ich mal mein scheiß Maul gehalten. Oh, hätte ich mal mein Maul gehalten. Oh, Kane, das ist wieder so ein guter Laufweg. Es ist wieder so ein guter Laufweg von Kane. So ein guter Laufweg, Mann. Ich pack den wirklich nicht. Das ist so geil. Ich habe auch mit dem einfach so gar keinen Stress vor dem Tor. Ich weiß, ey, wenn ich halbwegs gut ausgerichtet bin und Kreis drück, passt schon. Oh, Cannavaro, was ein Bock. Oh! Van Nistelrooy! Das ist ja dann schon mal, dann werden sie ja re-releasen. Ah, sorry, ist der Hattrick Kane. Oh, bin nochmal gefährlich. Ja. Thunderstruck stand nicht in der Beschreibung bei den SBCs, aber beim Pack selbst. Okay, okay. Nice. Lept. Ich finde, man merkt richtig, wie viel besser die Server sind, weil du richtige Passstaffetten spielst. Ja, das sage ich auch immer. Deshalb sage ich auch immer, die Leute, die halt einfach nicht erkennen, wenn die Server scheiße sind, sind halt auch einfach braindead. Weil ich finde, als richtiger FIFA-Spieler, man sieht das direkt, ob Gameplay
Server gut sind oder nicht, weil man einfach anderes FIFA spielen kann. Man kann schnelle Passstaffetten spielen, man kann in engen Situationen sich mit Ballrollen rausdrehen und so. Das geht halt alles bei schlechten Servern nicht. Und ich fasse mir dann immer an den Kopf, wenn das so Leute einfach nicht sehen und mir dann sagen wollen, nee, du spielst halt einfach scheiße. Und dann sage ich, ja, Bro, ich kann aber gar nicht anders spielen, weil die Server das nicht zulassen. Dann sagen die, nee, das ist eine Ausrede. Oh ja, ich kann laufen. Was sag ich? Die lange Ecke ist offen. Auf sowas müsst ihr achten, Chat. Das ist wirklich ein Tipp von mir. Achtet mal in den ersten Minuten da drauf, ob der Gegner Torwart moved oder nicht. Weil da kannst du dir dann wirklich gut überlegen, so, ja, okay, er moved ihn gar nicht. Dann einfach schön immer ins lange Eck rotzen. Bisschen mit Hacke. Querlegen. Typisches Harry Kane Bayern München Tor. Einfach Fuß hinhalten. Typischen Harry bei Bayern gemacht. Kombiniert, Fuß hingehalten. Beweg dich doch. Van Basten. Trotzdem finde ich es wieder sehr wild. Was? Warte mal. Was der für eine... Der spielt wieder so ein Pressing irgendwie. 3:0. Passt. Wurde ein wenig schlechter gemacht, aber immer noch sehr gut spielbar. Okay. Ja, kommt. Waldbär Panda macht einen Fünfer. Wir sind da. Ich mach mal voll. Macher. Boah, Udogi. Also du bist so viel größer, hast so viel mehr Körper. Dich da so abkochen zu lassen, muss eine Wölfe kommen. Hat aber auch ein Dusel da hinten, ey. Boah. Lauf, 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 lauf. Jetzt aber. Na, ey, ein bisschen wild hier gerade. Ey, warum macht sie den Zwischenschritt? Der berühmt-berüchtigte Zwischenschritt. Er tut so weh. Ich stehe im perfekten Spot, sie macht diesen kleinen Tippelschritt. Ja, anders geht's nicht. Du musst sowas machen, anders geht's nicht. Anders kannst du gegen solche Leute keinen Tor machen. Alter, Junge, 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 der bunkert sich da ein, das ist ja gottlos. Genau wegen sowas sage ich immer, es ist wichtig, dass es eine Möglichkeit gibt, gute Longshots zu machen mit Time Finish. Deshalb finde ich das immer wichtig, weil sonst kannst du gegen solche Leute keine Tore machen. Naja, der wird jetzt aber nicht belohnt hier, oder? Digga, wie random kann man ein Gegentor schon wieder bekommen? Oh, es fühlt sich so mies an. Wenn man selber so richtig übel viel Aufwand betreiben muss für ein Tor und der Gegner drückt einfach irgendwas Tor. Ich gehe jetzt halt wirklich in die Ey, kein Disrespect an den Gegner, der ist so bad, ne? Der spielt so schlecht. Der stellt sich einfach nur hinten rein. Das ist seine Auftrag in diesem Spiel. Digga, ist das krank. Drück jetzt einfach R1. Ja, führe ich. Sehr gut. Nicht schon wieder. Alter. Ey, wie wenig Aufwand der für ein Tor betreiben muss, ist so krass. Ich wäre so gerne er. Ich wäre so gerne er. Ich wäre so gerne er. Ey, führe ich, gute Einwechslung. Vielleicht bin ich auch einfach kacke und kann keine Time Finish mehr treffen. Nein! Ach, Digga. Also, bitte, also, dass der in diesem Spiel 3 Tore macht, ist krank. Alter, werden die gegiftet mit bezahlten Gebühren. Guck dir das an. 18:5 Schüsse. Ja. Oh, kurze Pause machen. Alter, es ist ja so überfällig. Zum Glück kann ich ecken, ey. Mein Freund, es tut mir leid, dass du das jetzt ausbaden musst, aber ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Und ich spiele nicht mehr unnötig nach vorne, wenn es kurz vorm Elfmeterschießen ist. Ich spiele dann halt wie ein Bastard. Es tut mir leid. Aber, nee, Bruder, nee, sehe ich nicht. Sehe ich wirklich nicht. Evo? Boah, ich habe gerade erst Level 2 gestartet mit Ugarte. Wird noch dauern. Boah, Team sieht aber relativ schlagbar aus, oder? Vielleicht hat er zur selben Zeit wie ich mit einer RTG angefangen. Warum muss ich immer so viel für Tore tun? Digga, also jetzt mal im Ernst. Digga! Also jetzt mal im Ernst! Das kann doch nicht sein! Warum ist das bei mir so?
Das ist so geil. Das müsst ihr unbedingt machen, Chat, weil ich habe mir bei der ersten Situation gemerkt, dass er den Torwart verstellt. Achtet auf solche Kleinigkeiten, das sind Free-Tore. Darauf achten, ob Leute Keeper moven. Na, I'm being serious. Van Nistelrooy is the best keeper in the world. In the world. Ich spiele die auf einer Halbposition im linken Zerdamm. Den noch nicht auf dem Flügel gespielt. Den musst du ausprobieren, wenn du das machen möchtest. Ah. Ah. Ich krieg einen Elfer. Warum krieg ich dafür einen Elfer? Okay. Jetzt nicht wie in der Quali. So, ich konzentriere mich jetzt. Ach, Digga. Ich kann es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr. Digga, ich hab 5 Elfer auf 5 Elfer hintereinander verschossen. Warum? Mann. Digga, also das ist ja wirklich geisteskrank. Ich habe 5 Elfmeter hintereinander verschossen. 5. Ja, deutsche Mainz 05, ehrlich. Let's go. Sehr guter Start in die Wochenendliga, Freunde. Es läuft gut. Raindrop, Drop Top. Alter, ist das geil. Ey, ich werd von Malat gefickt. Ach nee, jetzt gibt's Elfer. Oh nee! Geil. Ich habe aber auch irgendwas am Laufen mit dieser scheiß Aluminiumplatte da. Boah, Kane, das ist schon wieder so stark, Junge. Das ist... Alter, das ist schon wieder so stark, ne? Das war Weltklasse, das Tor. Wie er sich da durch die beiden Innenverteidiger durchdribbelt mit R1. Oh! Mann, dreimal den gleichen Fehler gemacht. Junge. Ich wäre wirklich so ein viel besserer FIFA-Spieler, wenn ich einen besseren Abschluss hätte. Alter Falter, da wären, glaube ich, dann wirklich konstant 18 Siege drin. Danke, Kane. Ich glaube, Kane wieder Hattrick. Nichts Geileres, als sich beim Scheißen zu schauen. Ey, fühl dich, Bruder. Beim großen Geschäft einen guten YouTuber oder einen guten Streamer zu sehen, ist immer stabil. Deshalb. Ballrolle und schicken. Die Idee war gut eigentlich. Jetzt laufen wir an einem Rückstand hinterher. Ja. Ja, muss ich aufpassen. Der Gegner ist ganz gut, ey. Let's go. Oh, let's go. Konzentriert bleiben. Das ist ein Brett, der Gegner. Der Gegner hat genau das gemacht, was ich euch gerade gesagt habe. Darauf geachtet, ob ich den Torwart move in 1 gegen 1 oder nicht. Und mich dann genau in die Falle laufen lassen. Aber es ist bodenlos, dass ich das nicht verteidigt bekomme. Ne? Digga, Mann, der gewinnt so krasse 50-50 Zweikämpfe, die ich niemals gewinnen würde. Nie im Leben würde ich solche Dinger gewinnen. Alter, okay, das ist frech. Hab direkt passen gedrückt, aus irgendwelchen Gründen. Aber wenn ich das verliere, wird's laut. Die Verteidigung ist nicht zu klein, Chat. Ich sag's euch, in der Luft plus. Besser ist das. Er kriegt Bälle zurück, es ist unfassbar. Das ist krank. Das ist wirklich krank. Digga. Junge, Junge, Junge. Ich muss pinkeln. Aber sowas von... Oh, ich kann mich nicht mehr bewegen. Oh, mein Schwanz tut richtig weh. Viel, viel besser. Wir gehen direkt rein ins Nächste. Let's go. Ey, Chat, pushen. Road to 16 Siege. Ich will das erste Mal 16 Siege auf der RTG holen. Wir haben bis jetzt 2x 15 gemacht. Diese Woche müssen 16 kommen. Ey, ich habe mal meine erste Torchance direkt genutzt.
Ich sollte mir vielleicht grundlegend mal überlegen, einfach nicht mehr den Keeper zu moven. Ich glaube, das ist eine Sache, die ich mir mal vornehmen kann. Elfmeter. Oh nee, Elfmeter! Ah! Jesus lebt. Ich kann's noch. Die letzten 5 Elfmeter davor verschossen. Ich kann's noch, Chat. 16 Siege, Chat, sind theoretisch heute machbar. Die Server sind gut, das Team ist geil, ich bin gut drauf, passt alles. Also ich sage, Chat, vom Gefühl her, es fühlt sich gerade wie eine 18-Siege-Weekend-League an. Ich meine es komplett ernst. Von dem, wie ich spiele, wie ich konzentriert bin. Ich möchte aber nichts jinxen. Ich sage, es fühlt sich gerade an wie eine 18-Siege-Weekend-League. Deshalb Meter machen. Ey! Holy shit, das ist eine rote! What the fuck? Schicken runter, die Sau! Oh nein, und ich klicke aus Versehen auf Dreieck. Ja! Let's go! Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Nice. Ja, war wichtig hier eine 2-Tore-Führung. Ja, Bruder. Also mit Udogi flanke ich nicht. Guck dir das mal an. Das ist, by the way, glaube ich, das nächste Upgrade, was wir holen, Chat. Offensiven Linksverteidiger. Da gibt's schon bessere als Udogi. Irgendein mit Flanke plus oder so. Der Typ kann halt verteidigen, das ist solide so. Aber offensiv, puh. Hier für euch, euer Kane-Hattrick. Wolltet ihr unbedingt haben? Ich dachte mir, komm. Wenn mich einer nach einem Kane-Hattrick lieb fragt, bin ich da. Weil ich sogar so nett bin, mache ich jetzt sogar noch einen Viererpack daraus. Dicker. Also das ist ja wirklich... Nee, das ist nicht mehr normal mit diesen Elfmetern. Das ist wirklich nicht mehr normal. Das ist ja wirklich krank. Wie kann man denn so eine beschissene Elfmeterquote haben? Also ich habe jetzt aus den letzten 7 Elfmetern 6 verschossen. Einfach Ecken sind gefährlicher als Elfmeter bei mir. Das kannst du ja keinem erzählen. Junge, das ist doch bodenlos. Meine Ecken kommen besser als Elfmeter. Furkan schreibt, wir gegen ihn. Sucuk Shampoo kann ich empfehlen. Macher. Okay, wir spielen gegen ein richtiges Brett jetzt. Yep, das wird jetzt ernst. Das wird jetzt ernst. Let's go. Kopf oben gehabt. Wichtig. Boah, Hansen. So stark, Hansen. Das ist die erste große Chance, die Kane in der gesamten Weekend League vergibt. 9. Spiel. Es sei ihm verziehen. Muss ich probieren. Ja! Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Wow! Das war aber gut von Van Nistelrooy. Kann ich den reindrehen, ist die Frage. Ich sag ja. Und ich glaube, der Mann guckt meinen Stream. War schon sehr auffällig, wie der genau in dem Moment, wo ich das gesagt habe, 2-3 Sekunden später den Keeper bewegt hat. Ah, gut. Sehr interessant. Merke ich mir mal hier. Merke ich mir mal. Einfach geradeaus. Einfach geradeaus. Passen. Time Finish grün. Oha. Wenn Gott will, 3-0. Einmal nicht aufgepasst. Ja! Let's go! Glück gehabt, ey. Glück gehabt! Let's go, Mann! 9-0. 9-0, Chat. Let's fucking go, Mann. 9-0. Auf der Scheiß-RTG gehen. 9-0. Alter, was ein Team, Digga. Boah, der hat die alle First Owner. Was ist das? Was krieg ich denn hier für Gegner? Gib mir doch mal was Einfaches. Ist gut. Ja. Harry! Nein. Ja. Ja, Lucky. Geh raus, komm, dann schießt 10-0. 10-0 auf der RTG-Chat. Ey, ich sag's jetzt, ich nehm's jetzt in den Mund. Ihr werdet mich für verrückt erklären. Aber es ist nur mein Gefühl. Real Talk, ich sage es jetzt das erste Mal. Es fühlt sich genauso an wie damals, als ich 20-0 geholt habe. Ich meine es komplett ernst.
Ich bin so klar im Kopf. Ich reg mich nicht auf. Die Server funktionieren. Ich habe ein Team, was ich lieb. Ich schwör, es fühlt sich an, wie als ich damals 20-0 geholt habe. Von der Mentalität her, vom Feeling her, wie sich das Team zockt. Nicht verlieren. Oh, gib ihm. Meter machen. Mehr rote Karten im Team als alles andere. Gegner ist gut. Boah, ich hab gedacht, der moved, ey. Ah, so fühlt sich das an. Mit einer Ecke. Let's go. Das ist komisch verbuggt, aber es ist drin. Es ist drin, das Tor. Nein. Er macht die Abseitsfalle einfach versetzt. Ist das hart, Alter. Ich drück eine Abseitsfalle und er macht sie eine Sekunde später. Und dadurch... Ey, Alter. Alter, das war ja richtig eklig. Ich mach eine Abseitsfalle und es dauert eine Sekunde länger. Warum move ich den Keeper? Come on. Alter Van Nistelrooy, dein Ernst? Er macht es mit... Ey, viel zu hoch, Alter. Oh, Digga, ich schwör, Van Nistelrooy hat so das Game. Van Nistelrooy hat so das Game gekillt. Oh, der hält ja nix. Oh, er hält ja nix. Naja, wenigstens war der Gegner gut, ey. Der Gegner war schon gut. Den kann man schon verlieren. Yashin SBC machen und Offcam ins Tor. Ey, ich will nicht noch eine Karte untrade haben. Ja, bitte, ey. Na, war echt gut. Und Chat, ihr müsst unbedingt mal verstehen, dass ein Livestream kein YouTube-Highlight-Kanal ist. Ich reagiere irgendwann auf diesen Anzeigen-Hauptmeister, wenn ich da mal Bock drauf habe. Da gibt's keine Uhrzeit für, da gibt's keine Planung für irgendwann. Wenn ihr die unbedingt sehen wollt, die kommt wahrscheinlich irgendwann auf dem Stream-Highlight-Kanal online. Müsst ihr euch da angucken. Ich finde Cafu SBC tatsächlich nicht mal so geil. Ich finde Davis ist viel auffälliger. Wenn ich gegen Cafu spiele, juckt mich das eigentlich nie. Und Davis finde ich am schlimmsten. Komm, Kane. Das sind deine Aktionen. Ja. Ja, ja, safe. Das ist alles Wahrnehmungssache. Mit wie ein Spieler gegen einen zockt. Wie man selber mit Spielern klarkommt. Immer Geschmacks- und Empfindungssache. Ja, Bruder. Also, wenn du dem Kane einen Zentimeter Platz gibst, auf, egal ob auf dem linken oder auf dem rechten Fuß, donnert dir die. Der die Teile da halt einfach rein, ne? Da kennt er gar nichts. Der donnert dir die Dinger einfach in den Giebel. Let's go. Let's go. Läuft doch. Wichtig ist immer das Spiel, nachdem man verloren hat. Das ist immer das. Das ist das wichtigste Spiel der kompletten Weekend League eigentlich. Was ist deine Reaktion nach der Niederlage? David Wagner, Grüße gehen raus. Das ist halt ein Playstyle Plus und. Bro. Beim Team of the Season hat halt jede Karte drei Playstyle Plus so. Und dann wird es bessere Alternativen geben. Und ich finde, es gibt jetzt schon bessere Alternativen. Und ja, ich war aber fairerweise auch nie so der Ginola-Fan. Boah, ne, ich glaube, bei Footbirth, da gehen die nicht auf 3 Playstyle Plus. Ich glaube, das wäre überpaced, Janosch. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das werden sie zum Tots machen. Und beim Tots auch nicht bei allen Spielern, sondern bei ausgewählten. Holy shit, wieso ist hier alles rot? Oh, Zaragoza, du bist der Beste. Ich schläf selber. Ich öl, Bro. Ah, muss ich probieren aus dem Spot. Mann, Digga, Eminem, ich kann dich nicht mehr hören. Ach ja, ey. Genau deshalb reg ich mich auch auf. Ja, das war auch klar, dass es passieren wird. Weil du ein kleiner Hurensohn bist. Weil du nicht spielen kannst und eine kleine Hurensohn bist. Weil dein Schwanz nach innen wächst und deine Mutter eine fette, räudige Hurensohn ist. Nicht ab, Junge. Kleines Scheißkind. Nimm das hier gerade richtig persönlich, Alter.
Ich hätte gerne einmal so viel Glück wie diese kleinen Kinder immer. Oh mein Gott, er denkt wirklich, er spielt gut. Er hat es gut gemacht. Ja, was denn, Digga? So spielt man Fußball! Mann! Kannst doch was lernen, wenn du zuguckst! Digga, Van Nistelrooy, kannst du einmal was halten? Einmal, bitte! Vor allem, wenn ich gegen solche Menschen spiele. Einmal was halten, bitte! Einmal, Van Nistelrooy! Einmal! Ich move dich sogar in die Ecke! Hier nochmal. Meine Fresse, nerv mich nicht. Dich, Knopf, ich brauche jetzt richtig, richtig asoziale Deutschrap-Musik. Irgendwas richtig Asoziales brauche ich jetzt. Ah, da ist richtig Hass drin. Du mich nicht, weil ich dich. Was ist dein Großer? Hast du mit dem Falschen gepickt? Oh, nee, kein Bock. Ich will lieber nach hinten. Ich hab gar keinen Bock mehr, ein Tor zu erzählen, weil ich muss es gar nicht tun. Und jetzt ab ins Bett. Auch ich bin jemand, der sich um die Jugend kümmert. Der Junge musste ins Bett. Ich hab ihn zugedeckt. Das ist kein Problem. Digga. Ich hab so gutes Karma bekommen, dadurch, dass ich dieses kleine Kind da gerade auseinandergenommen hab. Ich hab so gutes Karma gekriegt, Chat. Ich hab so gutes Karma bekommen, weil ich diesen kleinen Bengel gef***t hab, Alter. Ey, der heißt S04. Bro, wir verfolgen dasselbe Ziel. Kann ich immer klappen. Ich bin gerade geworden. Wichtig. Let's go. Elfmeter. Das ist wirklich verhext, Alter. Das gibt's ja nicht. Let's go, Mann! 15-1! Let's fucking go, Mann! Come on! Mbappé, Ori, Ginola. Let's go, Mann! Kane, Aoyan und Yala Emotes in den Chat. Jetzt aber. Das erste Mal 16 Siege auf der RTG. Und jetzt spielen wir um 18. 16-1 auf der RTG. Let's go, Mann. Weiter. Haben wir eine Fünferkette gesehen? Go, 1-0. Ach, wie unnötig. Okay, ja, ich muss geisteskrank auf R1 dribbling aufpassen bei dem Gegner. Ey, nee, oder? Alter. Mann, Van Nistelrooy ist so scheiße. Ja, Digga! Let's go, Mann! Kann ich auch! Wichtig, Junge! Kannst du einmal was halten? Ich move dich sogar in die Ecke. Einmal was halten, bitte, Van Nistelrooy. Einmal! Ich move dich in die Ecke. Halt doch einmal was.
Und der hält alles, ey. Sein Testing. Jetzt aber. Och nein. Mann, wann ist der Roy? Mach doch die Beine breit. Bitte sei im Abseits. Digga, ich schwör, wieso ist der so scheiße? Jetzt habe ich ihn nicht verstellt, kommt genau das gleiche bei rum. Boah, ist der kacke, ey. Let's go. Let's go! Yes, Mann! Verlängerung. Egal, Verlängerung ist big. Let's go. Digga, was ist das für ein Spiel, Mann? Was ist das für ein Spiel, Mann? Let's go! Harry Kane! 7-6. Let's go! Let's go! Harry Kane! Das Ding ist durch. Ich wechsle noch meine Evo ein. Bruder Call. Oder auch nicht. 17-1. 17-1, Chat. 17-1. Was war das für ein Spiel, Alter? Boah, da war ja alles dabei. Alter, 74. Minute mit 2 Toren hinten gelegen. Aber Gegner war sehr stark. Digga, das Ding von Tavernier, das rahme ich mir ein. Come on, Alter. 18 Siege wäre Weltklasse. Aber wenn ich 17-1 stehe, spiele ich um 19. Ich spiele um 19. Come on, ich spiele um 19. Rote Verbindung. Das ist nicht so geil. Ich darf aber auch den Torwart nicht mehr moven, das kostet mir so viele Gegentore. Torwart moven ist wirklich Quatsch, wenn du gegen halbwegs gute Gegner spielst, die wissen das. Ich muss mir das so dick abgewöhnen, Alter. Gute Gegner nutzen das immer aus. Okay, kann man mal so machen. Heilige Scheiße, Zirkze. Ah, ein schönes Tor, kannst nicht meckern. Wenn du so ein Tor bekommst, lieber ruhig sein. Sie braucht eine Sekunde, um den Ball zu verarbeiten. Nein! Och Mann! Warum kommt so ein Pass nicht? Ey, was hier gerade passiert, ne? Was hier gerade passiert? Egal. Ich habe gerade in der 74. mit 2 hinten gelegen. Da sah es auch nicht gut aus. Alles noch drin. Selbst wenn wir ein drittes kassieren. Ich gebe nicht auf. Digga, Mann, aber er macht es gut. Er macht es gut, gar keine Frage. Ist super gespielt, aber dieser Van Nistelrooy bricht mich so krass. Er bricht mich so krass, dieser Van Nistelrooy. Der taucht da wirklich auf dem Boden rum, als würde er da seine Price Range suchen. Wichtig! Weiter. Ich habe gesagt, selbst wenn wir ein drittes kassieren. Let's go. 30 Minuten für ein Tor. Bitte. Bitte, Harry. Gib mir den Ball noch. Verlängerung. Egal. 3 Tore Rückstand aufgeholt, Chat. Die Mentalität, das Momentum ist ganz klar bei uns. Ganz klar bei uns. Nimmt den direkt. Van Nistelrooy, einfach mal festhalten. Ey, ich bitte euch, die hat 5 Sterne Weakfoot. Das kann doch nicht sein. Digga, was soll ich... Also wirklich? Ist ja geisteskrank. Ja! Verdient! Let's go! Alter. Oh mein Gott, das wäre beinahe schief gegangen. Oh! 18-1! Wir spielen um 19 Siege, Chat! Auf der RTG! Wir spielen um 19 Siege auf der RTG!
Boah, Ricardo Carvalho, ich küsse dein Herz. Chat, noch Fragen, warum der Mann hier in Rot ist. Noch Fragen. Komm, gib mir meine 19 Siege. Ich will 19 Siege holen. Ich habe noch nicht ein einziges Mal 19 Siege in IAFC geholt. Das wäre jetzt die Premiere nach 2,5 Wochen RTG. Ich spiele das erste Mal um 19 Siege und das auf der RTG. Football bonito. Ey, ey, ey. Let's go. Let's go. Oh. Oh. Weiter. Nein, zu spät die Ballrolle gemacht. Bitte sei im Abseits. Fandest du ruhig, küsst deine Augen. Was ist denn das? Bro, was ist das denn? Ja! Harry! Harry Kane! Harry Kane! Ah, Leute, der Forster-Skills. Perfekt, zockt ihn seit 100 Spielen. Finde heraus, dass er Forster-Skills hat. Ah, lol. Du bist der allerkrasseste Harry Kane. Du bist der allerkrasseste, der krassen, der krassen, der überkrassen. Du bist der allerheftigste, Bruder. Wie kann man so gut sein? Wie kann man so gut sein, wirklich? Wir zwei. Und da ist Harry Kane. Hattrick. 5-2. Was eine Maschine, Alter. Boah. Pina muss auch noch mal. Pina muss auch noch mal, Junge. Oh ja, Baby. Oh ja, Baby. Chat, das ist Rang 1. Das ist Rang 1. Ist das krank? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Chat, 19 Siege. Mein neuer Weekend League-Rekord in EAFC. Und das einfach auf der RTG. Ist das krank? 19-1. Mit dem RTG-Account. Was habe ich gesagt? Ich bin in dem Modus, wo ich auch 20-0 geholt habe. Und in dem Modus waren wir heute wirklich. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Rang 1. Rang 1. Chat, stellt euch vor, ich bin Jose Mourinho. Und der geht raus an alle Wichser, die meinen, ich kann nur mit Pay-to-Win zocken. Der Account ist 2 Wochen alt. 2 Wochen. Show some respect. 2 Wochen ist der Account alt. Ey. Chat, ich sag euch ehrlich, ich kann die RTG beenden. Ich kann das RTG-Projekt beenden. Ich hab alles erreicht. Ich hab alles erreicht. Ich hab 19 Siege mit einem Van Nistelrooy im Tor geholt. Ich hab mehr Siege geholt als in 7 Monaten mit einem Unlock-All-Account, wo ich teilweise Teams für 50 Millionen spiele. Ey, Chat, ich kann das Buch für EAFC zumachen. Besser wird's nicht mehr. Was ist denn jetzt mein neues Ziel? Spiel ich jetzt auf 20-0 oder was? Alter, guckt euch das an. Oh, und die Rewards schmecken so gut. Die Rewards schmecken... Es sieht so lecker aus. Rang 1, es sieht so gut aus. Es sieht so gut aus. 3 Player Picks. 85 mal 5. 87 mal 2. 100 K-Pack. 225er. 3 Kampagnen Mixpacks. Und 125.000 Münzen. Alter. Es schmeckt so gut. Holy shit, Mann. Das erste, was ich machen werde nach dieser Weekend League, ne? Wenn der Mann seine Price Range gefixt hat. Bruder, du gehst so über den Jordan. Du gehst so über den Jordan, Bruder. Ziele auch noch extremst viele. Nein, stimmt. Ich hätte 20-0 holen müssen. Dann hätte ich ihn 84 mal 20 gekriegt. No! Nein! Ey, aber ich krieg noch einen 83 mal 10 und einen 87 mal 4. Ein Sieg fehlt.
Egal, ich lass mir mein 19-1 hier nicht schlecht reden. 49 Wins und 3 Weekend Leagues. Müsste hinkommen, oder? Let's go, seid ihr ready? Rang 1 Rewards. Oh, ich hab Bock. 61% auf ihr. Erster Player Pick ist auf. Perfekt. Ich hab 19 Siege geholt. Hey, das ist die RTG. Ich brauche hier schon gute Rewards, Männer. Hallo? Leute. Ich hab 19 Siege geholt. Das ist der höchste Rang. Rewards-mäßig. Ich sag ja nur, das ist der höchste Rang. Digga! Also das ist ja respektlos. Also das ist respektlos. Alter, für Rang 1. Bro, was soll das? Ich hab 19 Siege geholt. Mach doch nicht diesen hier. Warum wär ich so gescammt? Wir haben ein 50k-Pack und 225er. Ich starte erstmal mit dem 50er und den 225ern rein. Da erwarte ich gar nichts, aber die sind tradable. Kurz Hoffnung gehabt. Schade. Ist tradable. Ist tradable, ist okay. 225er. Ey, come on, ey. Ich bin der RTG-Brösler. Courtois? Alter! Also das ist ja geisteskrank. Also das ist krank. Das ist wirklich krank. Für 19 Siege, das ist... Also, Bro. Männer, was ist denn das hier? Ich werde hier gerade richtig gescannt. Kann ich jetzt mal meinen ersten Walkout hier ziehen vielleicht? Danke. Ich habe einen Walkout. Dankeschön. Ja, direkt mal tot umfallen. Immerhin, ey. Also irgendwie ist das Rewards-mäßig bis jetzt ein bisschen enttäuschend. Ich habe jetzt hier erstmal meine 3 Kampagnen-Mixpacks. Thunderstruck, Radioactive, Ultimate Dynasty, Team of the Group Stage, Winter Wildcard oder Versus Profi. Ich sag, das wird jetzt dreimal absolute Scheiße. Ich bin gespannt. Was ist das? Chile ist schon vorbei. Wer zum Fick soll das sein? Okay. Ja, Alexis Sanchez. Sag ich dir ehrlich, schön dich mal wieder im Barca-Trikot zu sehen, aber du wirst in der SBC landen, my friend. Ja, aus Gründen. Egal, Hauptsache ich krieg so 88er oder... Was ist denn das? Bremer? Ja, ist halt uralt die Karte, aber ist auch 87. Ja, ist auch okay. Wirst auch in der SBC landen, auch wenn du gar nicht so kacke aussiehst. 24k auch ab rein in der SBC. Ich meine, von den Dingern erwarte ich auch nichts. Was wäre für dich geil? Mbappé Team of the Roof Stage. Sag ich. England. Torwart. Pope. Ja gut, war jetzt nicht so geil bis jetzt die Rewards, bin ich ehrlich. Freunde, ich ziehe hier Rewards vom besten Rang, den man holen kann, ne? Bessere Rewards kann man nicht bekommen, nur dass wir mal drüber geredet haben. Es ist jetzt halt einfach wirklich noch ein 85x5 und ein 87x2 und dann ist vorbei. Dann ist einfach vorbei, 85x5. Ich habe Angst, dass ich keinen Walkout ziehe. Kobel ist ein Walkout. Es ist ein Doppel-Walkout. Halleluja, immerhin, ey. Ich hatte jetzt wirklich Angst, ne? Dass ich da nur 85er drin habe. Immerhin. Immerhin, Alter. Ja, wenigstens etwas. Dann lieber tradable. Kommt noch ein Walkout? Ja! Guck mal! Das ist big! 40k in Form, 3 Walkouts. Ja, das ist geil, Mann. Da kann ich richtig gut mit arbeiten. Das sind halt ganz entspannt 40k. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Meter machen. 40k, 88er kosten, 15, 16, 55. Ja, lass das Ding 80k kosten oder so. Irgendwas Gutes. Irgendeine Special Card oder so. Es ist ein Inform. Haaland? Nee, Hegerberg. Aber ein Inform noch. Das ist big. Das ist big. Komm, Junge. Boah, das ist aber stark. Kurzes Norwegen-Pack gezogen. Das ist strong. Das ist richtig gut, Alter. Das ist richtig, richtig gut. Also die Tradable-Dinger haben es wirklich rausgehauen. Das ist lecker. Also ich meine, an sich kosten die jetzt nicht viel, ne? Aber das sind halt auch wieder 30k, 45k. Sind halt auch 75k. Ah, das war, die Tradable-Dinger waren geil, muss man fairerweise sagen. Also zumindest für meine Ansprüche. Müsst ihr jetzt selber für euch entscheiden, ob Rang 1 Rewards so aussehen sollten oder nicht. Aber ich nehme es mit. 87x4 noch aus den Bonuszielen. Auch da noch ein bisschen Untrade-Futter mitnehmen. Reiten. Und Renate. Oh, weiß ich nicht. Aber gut, die nehme ich mit im Verein und beschwere mich nicht. Ey, ich beschwere mich hier gar nicht. Das war geil. Das war sehr, sehr geil.